Hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei Let's Play The Forest. Ja, mein Name ist Electrox und wir müssen nach dem neuen Update wieder neu anfangen und der kleine Timmy sitzt immer noch hier. Also es geht schon wieder los. Und man kann jetzt diesmal springen und das werden wir mal tun. Denn ihr kennt das ja schon alle, dass wir hier wieder stranden werden. Gestrandet sind. Ich bin gespannt, was Neues eingeführt wurde. Leider konnte ich in der letzten Zeit nicht so viele Let's Plays machen. Werde mir auch Mühe geben, wieder diese nachzuholen. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu gar enttäuscht und ja. Fangen wir wieder an, was Neues aufzubauen. Ich würde auch sagen, wir gehen wieder zu dem Strand, den wir kennen. Ja, was essen einfach noch mit. Ah, cool. Also die erste Neuerung ist, wenn man drüber läuft, dass er schon mal die Axt aufnimmt. In dem PDA hat sich anscheinend noch nichts geändert. Und wir haben Tag. Okay, was haben sie hier? Okay, von was man die war, weiß ich jetzt noch gar nicht. Ah, wieder der lästige Ball. Oh, das ist ja hoffentlich jetzt auch mal behoben. Ah, super. Zack. Ah, Ball. Ich nehme den immer wieder auf. Hier bin ich jetzt. Hallo? Wüste. Wo der Strand gewesen ist. Oh, da hinten, das ist dann nicht etwa von so ein eingeborenen Zeugs da. Ah, Essen. So, und noch eine Rüstung dazu. Die Hasen kann man ja auch schlachten jetzt irgendwie und ja, ne, ich glaube, hier sind wir falsch. Das war, glaube ich, doch die andere Richtung. Ja, es ist leider. Was ist denn hier immer von Geräusch irgendwie? Denke ich, da schlägt jemand zu. Leider ist es immer schade, dass man wieder neu anfangen muss. Ist eigentlich. Ach, hier ist nochmal, okay. Müssen wir nach rechts. Da man. Dass sich immer einiges aufbaut und das immer sehr schade ist, wenn es weg ist. Ich hoffe, dass die Publisher das irgendwann mal in den Griff kriegen, dass man nicht ständig alles neu machen muss. Oh, jetzt. Oh, jetzt hat es aber geleckt. Doch. Da verließen sie ihn kurz. Ich bin auch gespannt, ob die Eingeborenen, ob die mal behoben wurden irgendwie, also dass die jetzt wieder aggressiver vorgehen, weil bei mir kamen dann irgendwann in der vierten Folge oder wo das war, keine Eingeborenen mehr. Und da bin ich schon gespannt, was sie mit denen angestellt haben, weil. Oh oh! Nein! Du hast mich nicht gesehen. Hat die mich gesehen? Ach du Scheiße! Wir rennen, egal was passiert, wir rennen. Ich möchte das nicht. Ich habe noch keine Lust gefressen zu werden. Das kann doch nicht sein. In der ersten neuen Aufnahme von dem neuen Patch geht es hier gleich schon wieder heiß her. Hier ist die Höhle.
Von denen, okay, die ist jetzt auch übersichtlicher aufgemacht, sage ich mal. Nehmen wir gleich mit hier den Kollegen sein Zeug. Muss man auch immer mitnehmen können. Wir brauchen auf jeden Fall noch den Speer zum Jagen. Liegt ein Hai am Strand. Okay, ja, und wir haben ja hier hinten ein Häuschen gehabt und angefangen eigentlich oben eins zu bauen. Ein größeres. Und das möchte ich eigentlich auch gern wieder so machen. Dass wir vielleicht hier wieder ein Lagerfeuer anfangen zu bauen. Und jetzt holen wir uns aber fix mal noch den Speer. Ich hoffe, den gibt es da drüben. Aha. Ja, die Axt haben sie auch gefixt. Die haben sie jetzt davor ja in der Ecke hier liegen gehabt. Oh, wo kommst denn du her? Alter! Siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Alter! Was ist denn jetzt hier? Ich hab Angst. Seit wann kommt denn... Boah. Geht weg, Mann. Komm, renn. Geh deine Wege. Also, auf jeden Fall müssen wir jetzt so schnell wie möglich die Sachen bauen. Und hab ich das Gefühl, dass die jetzt wirklich hier öfters kommen. Jetzt kommt da wieder. Sag mal. Hab ich immer noch... Bin ich immer noch blutig, oder was? Ja, jetzt ist es nicht in seinem Ernst, dass der jetzt wartet hier, oder wie? Jetzt hau halt ab. Wie ihr seht, wird das wahrscheinlich doch etwas schwieriger jetzt werden wieder. Komischerweise, also wo ich dann dieses Teil mit den Totenköpfen aufgestellt hatte, kam die nicht mehr. Na, jetzt wissen die ja gleich, ach ja, da ist einer, den sehe ich, jetzt kommen die hier gerannt. Was ist denn mit dem los? Soll ich den versuchen, ich versuche den jetzt umzubringen, den Bob. Ja, da geht man ziemlich auf die Nüsse. Haben wir ja. Ach, wegrennen oder was? Come on, hier. Ja. Oh, Alter, ist die... Boah, ist sie nackig, Alter, was ist denn mit der? Boah, ist die Aggro, die Alter. Ui, ui, ui. Hey, der Witzka. Puh, haben wir jetzt irgendwas? Was ist denn hier? Müsli? Ah, puh. Aber wir sind verletzt und, brauchen auf jeden Fall was, um uns zu heilen. Wo kann die denn jetzt auf einmal schon wieder, Mann? Ich finde das nett. So. Ich hoffe, jetzt kommen sie nicht gleich noch alle. Und die haben so ein paar Büsche hin und die Texturen verändert, wie ich sehe. Na. Hier oben ist auch den hier Berg, wo die dann immer kamen. Und da ging dann immer die Party ab. Waren Zelten. Hier gab es nämlich auch mal eigentlich diesen Speer zum Fischen und den gibt es auch noch. So, dann hauen wir wieder ab hier. Und gehen auf unsere Seite. Mann, da. Ja, auch das Zeichen hier haben sie verändert, wo hier Gesundheit und alles ist. Das haben sie ein bisschen abgeändert, farblich. Was soll ich sagen? Campfire. Na, was ist das hier? Fire Pit. Das sieht so aus, oder? 103 Steine. Die werden wir ja wohl zusammenkriegen. Binsen.
Was? Hier lagen mal so viel Steine. Ja, genau, die sind auch weg. Das war ja mal überschwemmt hier mit Steinen. Man muss wahrscheinlich da in den Wald rein. Ja, was er eigentlich tun könnten, ist vielleicht auch mit dem Scrollrad oder mit den 1, 2, 3 Tasten irgendwie, dass man wechseln kann. Was gibt's da jetzt gar nicht, hä? Keine Steine hier? Tiersteine? Keine kleinen Steine, das ist ja sehr seriös hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie gleich wieder kommen und mir eine draufhauen. Und neu oder schon länger gepatcht ist auch, dass das Sch Schiff, was es da gibt, random erscheint. Und da gab es mal die Flairgun. Ach ja, hier die Kollegin, die können wir ja auch zerfleischen. Hey. Da stelle ich das nämlich auch gleich auf. Wo gab es denn das? Hallo? Ach ja. Ich glaube, so ein einfaches hat gereicht gehabt. So, ihr Bobs. So, brauchen wir noch zwei Arme, zwei Köpfe. Ja, haben wir schon irgendwann zusammenkriegen. Da ist noch ein Arm. Dann nehmen wir noch die Beinchen mit. Was liegt hier? Da ist noch ein Arm. Okay, zwei Köpfe, drei Steine brauchen wir da. Also jetzt brauchen wir noch sechs Steine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, genau, sechs Steine. Ja, sechs Steine, wo kriegt man euch denn her? Wurden auf dem Weg, es kamen mir so viele Steine entgegen. Und ich möchte denen einfach nicht begegnen. Das ist mein Problem. Ich finde, man sieht die auch immer so spät, oder ich bin blind, ich weiß es nicht. Aber irgendwie sieht man die immer schlecht. Oder spätestens, wenn sie hinter einem stehen und dann machen die wieder das Geräusch. Aber wie man sieht, haut die Taube ab. Ah. Okay. Ja, sehr schade. Hier ist ein Stein. Aber wenigstens mal ein Stein, dann machen wir das noch, dass wir das Feuer noch bauen können. Möchte man noch zwei Steine? Gut, Sticks haben wir genug. Bin da. So. Mein Kollege ist da. Dem Sniper, mit dem ich auch ja, 7 Days to Die spiele. So, ich hoffe jetzt hier die. Mach mal das Feuer an und
Ja, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge und bis dahin, euer Electrox. Schaut vorbei. Ciao, ciao. Macht's gut.